Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Runde von Runaway 2 und guten Abend, Wolli. Wir sind hier stehen geblieben und hier ging es beim letzten Mal nicht weiter. Und ich weiß nicht, warum es nicht so richtig weiterging, weil wir haben alles gemacht. Wir haben hier das schwarze Brett geguckt und eine Krimskramskiste. Wir haben alles mehrfach hin und her gemacht. Und das Interessante ist, ich kann hier machen, was ich will. Wenn ich jetzt auf einmal hier zu der Kiste gehe und sage, wenn ich mich recht erinnere, geht das auf einmal. Hier ist es. Vielleicht ist der Moment gekommen, da dieses Stück Seife mir dabei helfen könnte, bestimmte Sagen zu beweisen. Und mit ziemlicher Sicherheit habe ich es beim letzten Mal mehrfach probiert und er hat nichts, aber auch gar nichts gefunden. Hidden Runaway, warte mal. Hatte ich sowas in der Form? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte, glaube ich, noch einen vierten Runaway-Teil. Aber ob ich den digital oder nicht digital hatte, das kann ich gerade gar nicht sagen. Ich glaube, das ist der. Da hatte ich mich täuschen lassen. Aber der ist irgendwo hier gerade in den Schubfächern und in den Regalen von den ganzen Spielegedöns. Deswegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, das hier haben wir beim letzten Mal versucht. Wenn mich damit ein Pirat erwischt, werde ich zum Gespött der Zunft. Ja. Und ich erinnere mich auch noch, beim letzten Mal haben wir nämlich versucht, ne, unseren netten kleinen Kumpel, den wir hier in der Tasche haben, hier, ne, unseren Teufelshund. Vielleicht tue ich es, aber zuvörderst würde mir gefallen, etwas anderes ins Wasser zu geben. Zuvörderst, ja, richtig förderlich. Wir packen Seife rein. Es sind mir merkwürdige Geschichten zu Ohren gekommen, was passiert, wenn man diesem bösartigen Objekt namens Seife Wasser zuführt. Wir werden nun sehen, ob sie wahr sind. Oh, herrliche Zauberei! Das Wasser hat Hautbläschen bekommen, die aussehen wie aufgeblasene Geiferbläschen, so als ob es Tollwut hätte. Ich sollte meine Schöpfung irgendwie taufen. Seifenwasser? Verseiftes Wasser? So in der Art. Okay, und dann packen wir den Teufelshund in was? In Seifenwasser. Ja. Wird alles, was ich über Seifenwasser oder verseiftes Wasser und seine verheerenden Auswirkungen auf den Dreck gehört habe, sich bewahrheiten? Ich bin kein Wissenschaftler, aber war dennoch stets experimentierfreudig. Versuchen wir es. Halt die Klappe, du Blödmann, oder du wirst als Pinsel enden. Brian! Unglaublich! Der Dreck ist wie durch Zauberei aus seinem Fell verschwunden. Obwohl er jetzt aufgewacht ist, hält er mich nicht mehr für eine Bedrohung. Die ganze Welt weiß, dass ein Pirat ohne Schmutz seine Kraft verliert. Genau wie ein Gladiator, dem man die Haare abschneidet. Was hast du getan, Brian? Arbeitsscheues Gesindel! Das ist absolut skandalös, was du getan hast. Bewunder das hier, fetter Hund. Herrje, aber was um alle Welt hast du mit ihm gemacht? Porentief rein! Der arme Teufelshund, der wird seines Lebens nie mehr froh. Wie konntest du so böse sein? So unbarmherzig? So grausam? Ich hätte dich für einen anderen Menschen gehalten. Herzlichen Glückwunsch! Du hast einen Akt extremer Gewalt cum laude begangen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Perfekt. Und schon habe ich die drei Prüfungen bestanden, die mich in einen Piraten von übelster Moral verwandeln. Meiner treu, das hast du mit Leichtigkeit geschafft. Ich glaube nicht. Sobald du mir ein Urkundenformular bringst, machen wir es offiziell. Leichtigkeit ist, also das Spiel hat es mir nicht leicht gemacht an der Stelle. Ich war gedanklich weiter, aber das Spiel wollte nicht. So, wir haben die Urkunden haben wir schon besorgt. Da, nimm, fetter Hund. Mal sehen. Du hast die drei Prüfungen bestanden. Das Formular scheint offiziell. Einverstanden. Und jetzt kriegen wir Krug. Dein tatsächlicher Name? Brushian Barskov, Kapitän der Inter... Nein, nur Brushian Barskov. Da hätte er sich fast verraten. Vor dem R? Gut, das reicht eine Zeit lang.
Wie fühlst du dich, Wetterhund? Mit R vor dem U. Oh. Ki koete kuyo, gua 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 gua. Wo habe ich dieses Liedchen schon mal gehört? Gut, das war's. Deine Urkunde. Ordnungsgemäß ausgefüllt, bespuckt und besiegelt. Ich wünsche dir einen guten Tag. Wirklich ein Kunstwerk, mein Herr. Aber ist doch ordentlich geschrieben hier. Können wir das nochmal angucken? Urkunde Tatsache. Pirat von übelster Moral. Bespuckt für Brushian Barskov. Sie ist von Malantunius und Vetterhund unterschrieben. Vetterhund hat ein X drauf gemacht und hat trotzdem das Ganze hier eingetragen. Sauber. Ich denke, der El Capitan kann nicht unterschreiben. Wie kann er denn so super sauber seine Unterschrift schreiben? Er suchte ja jemanden, der als Chronist arbeitet. Interessant. Okay, wir kriegen jetzt mit dem Formular. Warte mal, jetzt könnten wir bestimmt. Sag mir, Vetterhund. Womit kann ich dienen? Mit Flaschenhund? Grog. Gib mir ein wenig Grog. Gib mir ein wenig Grog. Bring mir eine verdammte Flasche. Und ich fülle sie dir sofort. Okay. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen, Vetterhund. Ganz meinerseits, Flaschenhund. Ich glaube nicht, dass er seinen Namen super schreiben kann, wenn er den Rest nicht schreiben kann. Vor allem so super, wie das aussieht. Also wenn, dann ist es die Chronistin, das ist richtig. Moral. Bespuckt für Brushian Barskov. Sie ist von Malantunius und Vetterhund unterschrieben. Das ist ja hier, guck mal, das ist ja Schönschrift, ne? Das ist ja... Achso, die Flasche. Siehst du, hätte ich fast wieder vergessen. Aber jetzt füllst du sie mir, oder? Selbstverständlich. Ich erinnere mich, deine Urkunde bespuckt zu haben. Das ist doch super. Na los. Aber Nachschub gibt's erst morgen wieder. Ach, mehr brauche ich nicht. Das sollte reichen. Außerdem hat mir der Arzt verboten, alkoholische Getränke... Hör auf zu klabauter Mann! Sonst wirst du einen Piraten heulen sehen. Oh ja. Ja, ich will das nicht in Abrede stellen. Und letztendlich, wenn man malen kann, dann kann man auch so wunderbar sauber Pinselführung machen. Wir haben den Alkohol. Das heißt, Moment, wir kriegen bestimmt jetzt ein paar mehr Nüsse. Nach draußen, nein, bitte. Nein, ich gebe dir keine Kerne, weil Flasche leer und Grog nicht mehr. Na gut, vielleicht ist es eine faule Zauberei, aber sie wird sich schon noch füllen. Na klar füllt sie sich. Von hier aus komme ich nicht dran. Aber es... Der Hals der hängenden Flasche ist so eng, dass nicht ein einziger Tropfen hineinkäme. Ich hab weggeklickt, so wie das Schiff schaukelt. Nochmal, warte mal. Von hier aus komme ich nicht dran. Aber es gibt da noch ein anderes Problem. Der Hals der hängenden Flasche ist so eng, dass nicht ein einziger Tropfen hineinkäme, so wie das Schiff schaukelt. Okay, was haben wir denn? Mir fällt nichts ein. Die Zunge drüber laufen lassen, oder was? Ich weiß nicht. Damit würde ich gar nichts erreichen. Oh... Okay, der Hals, er kommt nicht ran. Das ist Nummer eins. Wieso kommt er nicht ran? Wir haben Balken. Damit würde ich gar nichts erreichen. Wir haben das hier vom Fenster abmontiert. Müssen wir das vielleicht nochmal festmachen? In Ordnung. Okay, erklärt sie von selbst. Ich hoffe, es hält. Muss. Ich könnte sie erreichen, wenn ich auf das Fensterbrett steigen würde. Aber ich glaube, das würde mir nichts nützen. Also, wenn sie voll wäre, gäbe es hier andere Gesänge. Zauberflasche. Einem Aufschneider bist du zum Opfer gefallen. Leichtgläubiger. Ja, ich könnte auf das Fensterbrett klettern, um sie zu erreichen. Aber es gibt da noch ein anderes Problem. Der Hals der hängenden Flasche ist so eng, dass nicht ein einziger Tropfen hineinkäme, so wie das Schiff schaukelt. Das heißt, wir haben doch irgendwas übersehen bei dieser ganzen Pixelhanterei hier. Das
Das Einzige... Er wirkt unvollständig, als ob etwas fehlen würde. Eine Statuette vielleicht? Die haben wir. Ja, mit meiner funkelnagelneuen Urkunde, Pirat von übelster Moral, habe ich den Schneid dafür und noch viel mehr. Okay, ja, du suchst jetzt den Schatz nochmal, bin ich mal gespannt. Ich muss aussuchen, was ich mitnehmen soll. Das von hier? Und das auch. Das nicht. Gut, ja. Jenes? Das von da drüben. Was nimmt der denn alles mit? Gut. Trotzdem schmerzt es mich, einige Gegenstände zurückzulassen. Was? Wie das alles in meine Taschen passt? Ganz einfach. Die Grafikabteilung war so spendabel, mir einen Gutschein für einen riesigen Schatz auszustellen. So Quatsch. Okay, was ist das hier? Ein Trichter. Komm mal hier runter. Nimm dir mal mit. Ich kann nicht richtig sehen, worum es sich handelt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen, als ich die restlichen Schätze mitnahm. Bei Gott, das ist ja ein Trichter. Ob er es wert ist, zu einem Schatz zu gehören? Ich kann ihn aber gut gebrauchen, um mit lauter Stimme zur Besatzung der Interfektor zu sprechen. Nee, das ist für die Flasche. So. Das muss jetzt funktionieren. Warte, nee, so rum. Können wir das direkt so machen gleich? Das wäre keine so gute Idee. Warum nicht? Gleich direkt austauschen? Achso, warte mal. Das hat keinen Sinn. Auch nicht. Die Idee, dem Feind Grog zu geben, gefällt mir überhaupt nicht. Aber es kann sein, dass ich so an einige Kerne komme und... Ja, ich werde auf das Fensterbrett klettern, den Trichter in den Flaschenhals stecken und sie auf einen Schlag mit Grog füllen. Schon ist die Zauberflasche wieder gefüllt. Höre, alter Hund. Du hattest recht. Das mit der Zauberflasche ist ein Betrug. Itzo, merkst auch du es. Zum Teufel, ich muss etwas unternehmen. Sonst werden sie sie nie nach oben ziehen. Du wirst daraus schon deine Lehre ziehen, Schoßhündchen. Abracadabra! Beim Karo-Buben. Das hört sich nach... Zauberei an. Du wirst auch nie schlau. Schau! Bei der Herzdame. Was hab ich dir gesagt? Her mit den Kernen. Lebe und lerne, wie der heilige Thomas sagen würde. Man lernt aus allem, alter Hund. Und, so. Schoßhündchen? Was sagst du nun? Oh, das sind neue Kerne. Wie viel er geklaut hat aus dem Schatz? Alles. Aber auch alles. Und dafür habe ich das bekommen. Gutschein für ein 3D-Modell eines riesigen Schatzes. Unterzeichnet Grafikabteilung von Pendulo. So, neue Kerne. Nein, ich habe alle mit Inhalt schon mitgenommen. Wieso, da kommen noch neue? Ein Haufen in Spucke getränkter Schalen von Sonnenblumenkernen. Nein. Es sind nur noch feuchte Schalen übrig. Oder muss ich erst wieder raus und wieder rein? Oh, warte mal, da sind jetzt mehr geworden. Mal sehen, wie viel Glück ich diesmal hatte. Guter Fang. 5 Kerne. Oh, 5 Kerne. Los geht's. Das alles nur wegen dem Papagei hier. Hoffen wir, dass sich ihm jetzt die Zunge löst. Hier, nimm. Lieber kleiner Papagei, ein leckerer Kern. So, und nun sag mir, wo dein Herr Malantunius seinen Schatz verbirgt. Oh, ich hab den Zettel vergessen. Der große Malantunius! Oh, mein Zettel!
ist in die Hölle hinabgestiegen. Mist. Mein Zettel fehlt. Vom letzten Mal, also vom vorletzten, wie auch immer. Gib mir Kerne. Obwohl, er erzählt, glaube ich, die Geschichte jetzt komplett neu, ne? Warte mal. Von Westen nach Osten, über Japan, hast du nicht gesehen? Irgendwas war... Na, von Spanien aus brach er nach Osten auf und näherte sich... Osten? Gib mir Kerne. Gib mir Kerne. Dem Reich der aufgehenden Sonne. Gib mir Kerne. Los, ihr räudigen Hunde. Oder ich mach euch zu. Und danach reiste er nach Westen bis nach Neufundland. Gib mir Kerne. Er ist halt hungrig, nicht nervtöten. Er ist nur hungrig. Das sind Papageien so, ne? Oder Kakadus. Anschließend segelte er nach Osten bis zum Eingang der Unterwelt auf den griechischen Inseln. Da! Und nachdem er den verborgenen Stern der Unterwelt erobert hatte, kam er über das Hinterteil der Welt wieder hinaus. Was ist das Hinterteil der Welt? Ist das Australien oder was? Ende. Gib mir Kerne. Fertig? Mehr Kerne gibt es aber nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit dem Gesagten anfangen soll, aber bestimmt ist es ein Rätsel oder ein Schlüssel. Bestimmt. Das Krasse ist ja, dass das hier die ganze Zeit hier ist. Oberindien, nee, da wollen wir nicht. Wie war das? Nee, da nicht. Hier war es, glaube ich. Nach Osten drehen, nach Westen drehen. Wir müssen erstmal nach Westen drehen, weil... Nach oben und unten drehen gibt's nicht, ne? Gut. Na... Nur normal. Nee, andere Richtung. Wir müssen anfangen in Spanien. Da, hat auch Klick gemacht. Jetzt gehen wir nach Osten und zwar bis zum Land der aufgehenden Sonne, ist Japan. Okay, dann müssen wir nach Westen, nach Neufundland. Die Frage, da sind wir schon längst vorbei, oder? Oder kann ich doch nur nach oben und... Ne, eigentlich nicht. Ah. Von hinten durch die Brust. Ach so, das ist ja oben. Ah, okay, vergiss das. So, und dann müssen wir nach Osten zu den griechischen Inseln. Großer Gott, der Globus wackelt mit dem Hintern. Die Interfektor greift an! Endlich! Ich, der große Brushian Baskov, Kapitän der Interfektor, habe... Heiliger Hergo... Erleuchtet! Dein Schwert, Russenhund! Oh, oh. Ah, was? Verrat! Was habt ihr mit dem Stern gemacht, räudiger Engländer? Über Bord damit. Da, wo das Wasser zu kochen scheint. Ihr habt ihn ins Meer geworfen? Dafür werdet ihr büßen! Ihr könnt euch für tot erklären, da ich, der große Brushian Baskov, Kapitän der Interfektor, eurer schändlichen, unaufhaltsamen Karriere eigenhändig ein Ende. Schnittiges Schwert. Beim Satan, entfernt euch von mir. Rieft ihr mich? Geht es euch gut, Monsieur? Milady, nie habe ich mich leichter gefühlt. Oh nein, Brushian. Brian. Brian, aufwachen. Guten Tag, Miladies. Du lebst. Ist das so verwunderlich? Wenn man berücksichtigt, dass du in der Galeone ohnmächtig wurdest und Camille dich bis an die Oberfläche befördern musste, ist es fast schon ein Wunder. Camille? Offenbar.
Als du die Kajüte betreten hast, fielen mehrere Möbelstücke auf dich, die außerdem den Eingang versperrten. Zum Glück konnte ich durch ein Seitenfenster hereinschwimmen und dich herausholen. Vielen, vielen Dank, Camille. Ich schulde dir was. Und das Trantonit? Ich konnte nicht weiter nach dem Trantonit suchen, da du am Ertrinken warst. Ich hatte kaum Zeit. Ich musste dich unter einer riesigen Vase hervorholen und dann so schnell wie möglich von dort verschwinden. Unter einer Vase? Ja, chinesisch oder so. Das Trantonit! Sushi, ich muss zur Galeone. Aber... Achtung, alle miteinander! Was ist das? Oh, bitte nicht. Ruhe, habe ich gesagt. Dank meiner außergewöhnlichen Intelligenz und dieses Fünf-Stock-Apparats, den ich mir selber ausgedacht habe, kann ich euch auf den Zentimeter genau sagen, wo im gesamten Universum sich das Trantonit befindet. Ihr werdet es in Millionen Jahren nicht erraten. Es ist... Genau unter uns. Gedankenlesen zählt nicht. Aber es ist an einem unvorstellbaren Ort versteckt. Und ohne ein Genie wie mich... In einem Ming-Spucknapf. Das mit der Telepathie muss der Junge von mir gelernt haben. Das gibt einem zu denken, oder? Wer weiß, wie oft die Sequenz recycelt wurde. Wobei, diesmal schwimmt er weiter. Man könnte das Trantonit nicht so ohne weiteres anfassen. War da nicht irgendwas, dass man da einen Handschuh oder so brauchte für? Und was jetzt, Brian? Was noch fehlt, ist doch in 0, nix erledigt. Wir bringen Alpha das Trantonit und die Trantorianer reinigen es und führen das Zeug seiner eigentlichen Bestimmung wieder zu. Uff, ich habe kaum noch Zeit, das Material vorzubereiten. Welchen Stoff? Na, für die Party. Das muss doch gefeiert werden, oder nicht? Na klar. Ich werde eine 7,5-stöckige Torte mit automatischer Schneidevorrichtung konstruieren. So können wir auch mal die Gabeluhr ausprobieren. Nun ja, die Trantorianer servieren ganz ausgezeichnete Erdnussflips. Ihr werdet euch die Finger lecken. Erdnussflips. Na, Happy ich sieht da nicht aus. Immer am liebsten in Orangenlimo getaucht. Brian, müde. Geht's dir gut? Nein. Ach ja, wegen Los, China. Mach dich hübsch für die Party damit. Es wird keine Party geben. Noch nicht. Dies ist erst der Anfang. All das, was wir auf Mala, im Tiki-Tempel in Alaska und hier durchgestanden haben, war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. Zunächst mal, hat jemand eine Idee, wie wir zum See kommen? Er wird von allen Seiten vom Militär bewacht. Außerdem sind Außen- und Innensicherheitskameras installiert. Wir können das trantorianische Raumschiff nicht erreichen, ohne dass sie uns entdecken. Und wenn das geschieht, steht ein gesamtes Regiment bis an die Zähne bewaffnet zum Empfang bereit. Wenn Kautzmeier jeden von uns töten muss, wird er es tun, ohne mit der Wimper zu zucken. Er wird nicht aufzuhalten sein, wenn Pignon die Amoeba öffnet und sich nichts zwischen ihn und das NG0 stellt. Aber wir müssen uns nicht nur vor Kautzmeier fürchten. Bei weitem nicht. Der Colonel hat zwar einen Dachschaden, aber wenigstens hat er auch bestimmte Ideale. Diejenige, die wir am meisten fürchten müssen, ist Tarantula. Sie glaubt an gar nichts, was ihr Verhalten absolut unvorhersehbar macht. Keiner, der ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübertritt, erhält Gelegenheit, davon zu berichten. Außerdem verfügt sie über eine kleine Söldnertruppe. Ein Haufen angeheuerter Killer, die nicht zögern werden, uns zu zerstückeln und den Spinnen als Nachtisch zu servieren. Aber du hast noch ein Ass im Ärmel. Deine Freunde von der Insel. Vielleicht können sie uns helfen. Vielleicht. Aber wir wissen nicht einmal, ob sie noch auf Mala sind oder geflüchtet oder
Ich will lieber nicht daran denken. Und wo wir schon über Asse im Ärmel reden, was ist mit denen von Kotzmeier? Ein Trantorianer, ein Verräter, den er John Doe, den Unbekannten, nennt und über den wir rein gar nichts wissen. Wegen seiner Position und seinen technologischen Fähigkeiten könnte es sein, dass wir über das gefährlichste Wesen auf Erden reden. Das ist zu viel. Ich schaffe das nicht alles. Ich kann euch aber auch nicht zumuten, mir zu helfen. Auf mich kannst du zählen, Brian. Und auf meine Wenigkeit, Bruder. Mit dir bis ans Ende der Welt, Bibi. Ja, wir machen Brei aus diesen groben Klötzen und befreien das Mädchen. Gina. Warum sollten wir in dieses verdammte Flugzeug einsteigen? Ich glaube, das schreit nach Teil 3, oder? Ich weiß es gar nicht. Das ist unmöglich. Schaut mich an. Schaut euch selbst an. Besteht auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit, dass wir eine ganze Armee besiegen? Nein. Du irrst dich, geschätzter Freund. Professor Simon? Aber wie? Wir haben einen neuen Verbündeten. Die Scheibenwelt. Das ist ein schönes Bild. Also ich sag mal so, in Anbetracht der Länge dieses Teils, ja, stört mich dieses Fortsetzungsfolge überhaupt nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Party beginnt, Brüder. Tja, das war Teil 2. The Dream of a Turtle, ne? An sich wirklich sehr schönes Spiel. An sich insofern, kommen wir wieder zum Schlimmsten vorneweg. Ich weiß, das war nicht unbedingt immer Usus und Gang und Gäbe und hast du nicht gesehen, aber die fehlenden Hotspot-Möglichkeiten in diesem Spiel in Verbindung mit dem, ach, das brauche ich jetzt nicht mitnehmen, ist völlig unnütz und später dann nachher wieder die Sache einsammeln zu müssen, woran man sich überhaupt nicht erinnern kann und was man auch nicht so ohne weiteres wieder findet, macht es halt sehr schwierig, dem Spiel so einen absoluten, entgegenzuwerfen, weil das war sehr nervtötend. Ungeachtet dessen, die Story ist ja sowieso nicht realistisch und ernsthaft angesetzt, logischerweise, war spaßig, amüsant, sehr viele Seitenhiebe auf unterschiedlichste Spiele aus dem Genre und auch aus dem Nicht-Genre waren da. Ich erinnere bloß hier an Monkey Island, logischerweise, ne? An Brushian, an den Prüfungen und. Fand ich sehr schön gemacht. Und musikalisch haben sie natürlich auch aufgefahren, also sehr individuell, natürlich mit, so wie man es jetzt hört, auch mit Vertonung, Verstimmung und hast du nicht gesehen. Sprachausgabe wie immer top, wobei die Übersetzung, ich glaube, das liegt am Spanischen, ne? Dass die sehr holprig war. Also das wirkte manchmal nicht aus einem Guss und man hatte immer das Gefühl, dass man mit der Intelligenzbestie zu tun hatte die ganze Zeit, bei einigen Kommentaren und Dialogen, als ob die immer da sind und doch nicht da, ne? Also in den Gesprächen. Ja, sehr schönes Teil jedenfalls. Und in Anbetracht der Zeit, was ich jetzt hier gerade sehe, werde ich hiernach dann auch gleich den dritten Teil anfangen. Installiert ist er schon. Und danach dann The Longing, was ich schon mehr oder weniger angekündigt habe. Ich habe ein bisschen Mittagsschlaf gehalten heute. Da kann ich mir das erlauben, heute ein bisschen länger zu machen. Ne? Man wird ja nicht jünger. Also die traurigste Gestalt hier in dem Spiel fand ich ja den Sohnemann von Kotzmeier. Ja, den fand ich ja richtig traurig. Nicht ganz da, nicht ganz anwesend und wurde von seinem Vater behandelt wie letzter Dreck. Das ist glaube ich, die traurigste Figur für mich in diesem gesamten Spiel gewesen. Wo man meiste Mitleid hat. Übersetzung Eva Huhn.
hat denn das geschrieben? Fällt mir gerade ein. Mit dem ersten Teil, Lokali, bist du so? Lokali, ja, das Barmädchen, ne? Die deutsche Synchronstimme ist die von Pamela Anderson. Ich glaube, das hat genau gepasst, oder? Mit den vielen Ex-Freunden und so weiter. Dass man den Charakter dort mehr oder weniger zweckentfremdet hat. Mal gucken, ob wir noch irgendwas... Nee, ich glaube, hinten wären wir nicht... Oder doch? Mal gucken. Das stimmt. Also ich weiß, dass dann sehr lange nichts kam. Aber Pendulo ist ja halt auch ein Studio, was eher... ich sag's jetzt mal, weitestgehend unabhängig arbeitet. Sie haben zwar ein Publisher, aber sitzen da nicht so unter Zeitdruck, habe ich das Gefühl. Deswegen dauern die Spiele auch ein bisschen länger. Oh. Ist das nicht... Ist das nicht... Meine letzte Prüfung für die Aufnahme in den Geheimdienst. Colonel Kurzmeyers Zigarren wieder beschaffen. Es ist eine sehr heikle Mission, die nur ein so mutiger und treuer Soldat wie ich erfüllen kann. Niemand weiß, welch teuflischen Gefahren ich begegnen, noch wie ich sie meistern werde. Aber ich werde meine Mission mit Ehre und Tapferkeit... Banzai! Juuuushi! Onegai itashimasu! Teufel! Na, da, schau her! Ach! Wir haben Besuch! Ach! Werden wir einen Spaß haben! Das klingt sehr zweideutig. Aber jetzt wissen wir, was zumindest mit dem anderen Abgestürzten passiert ist. Zum Glück haben wir ihn nicht gebraucht. Gratuliere, Brian. Junge, ich hätte keinen Cent auf dich verwettet, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Du hast deine Pause verdient, Brian. Dir steht noch einiges bevor. Hey, wenn du im Kreis herumgelaufen bist und wilde Jagd gespielt hast, musst du darauf gefasst sein, jetzt die Beute zu spielen. Gib nicht auf. Wenn überhaupt jemand das Abenteuer zum guten Abschluss bringen kann, dann du, Brian. Das gibt einem zu denken, oder? Nee, definitiv nicht. Aber zumindest scheint er da ein bisschen klarer im Verstand zu sein. Oh, ich bin auf den Desktop zurückgekommen. Gut, das ist die Stelle, wo ich jetzt erstmal dem YouTube-Bereich sage. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel logischerweise wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.